Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Ich mache weiter mit meiner Serie Schach der Großmeister, in der ich auf alle Partien, die in dieser berühmten Sendung auf dem Westdeutschen Rundfunk in den 80er und 90er Jahren gespielt wurden, zurückblicke. Wir gehen in das Jahr 1991 zurück und damals trafen Judith Polgar und Gerald Hertnick aufeinander. Diejenigen unter euch, die die Serie verfolgt haben hier auf diesem Kanal. Ich habe jetzt ein Jahr übersprungen. 1989 war mein letztes Video. Judiths Schwester Sophia, Susha, gegen Erik Lobron. 1990 spielte dann Judith gegen, wen war das? Rainer Knaack. Das war damals, als ich mit der Serie begann, die allererste Partie, die ich analysiert habe auf diesem Kanal. Danach bin ich auf die Idee gekommen, alle Partien zu analysieren. Und dann fing ich chronologisch an. Jetzt überspringen wir ein Jahr, gehen ins Jahr 1991 und ab jetzt geht's weiter chronologisch bis zum Ende. Ne? Irgendwann im Jahr 2001, 2 oder so war die letzte Sendung. Da kommen wir natürlich irgendwann nochmal hin. Jetzt aber 1991, Judith Polgar, 14 oder 15 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Ich kenne nicht genau das Datum des Tages, an dem die Partie gespielt wurde. Hertnick, 27 oder 28 Jahre alt, starker deutscher Großmeister. Interessanterweise war das Jahr auch, wo Hertnick Großmeister geworden ist. Nach heutigen Maßstäben etwas spät, aber damals war das nicht ungewöhnlich. Da wurde man nicht so schnell Großmeister. Da war es schon sehr ungewöhnlich, wenn man in jungen Jahren irgendwie schon einen Titel hatte. Genau, gehen wir rein. Ihr seht ungefähr gleiche Spielstärke, die beiden damals. Also erwartet uns ein spannendes Duell. E4. E6. Ihr könnt übrigens die Sendung, kann man auch auf YouTube schauen, so wie jede andere Sendung. Schach der Großmeister wurde alles von verschiedenen Personen hochgeladen. Französische Verteidigung. Nicht überraschend bei Hertnick, Experte der französischen Verteidigung. D4, D5, Springer C3, Läufer B4. Wiener Variante. Fesselt hier den Springer, bedroht den Bauern. Heutzutage ein seltener Gast auf Profiniveau, aber Französisch wurde damals sehr viel gespielt. E5, Hauptzug. C5, attackiert das Zentrum. A3, greift den Läufer an. Läufer C3, BC3. Schwarz hat jetzt die etwas bessere Struktur, weil Weiß hier den Doppelbauern hat und diesen A-Bauern. Aber Weiß hat Raumvorteil durch den Bauern E5 und das Läuferpaar. Was allerdings noch nicht so wahnsinnig viel wert ist in dieser, sagen wir mal, halbgeschlossenen Stellung, ne? Springer E7, Entwicklung, bereitet die kurze Rochade vor. Und hier der typische Zug in diesen französischen Varianten, Dame G4. Bevor wir eine Leichtfigur entwickeln, geht die Dame raus und greift den Punkt G7 an, der ja nicht gedeckt ist. Es gibt hier zwei große Hauptzüge, zwei Blöcke. Dame C7 ist der erste große Block. Hier wird meistens Dame G7 gespielt, Turm G8, Dame H7, C schlicht D4. Springer E2, D schlicht C3, F4, das ist hier ewig und drei Tage ausanalysiert, sage ich mal. Hier geht die Theorie wirklich bis zum 30. Zug locker. Ist mehr oder weniger ein Memory Game, wenn man das spielt. Und den Zug Rochade. Ne? Einfach rochieren, deckt G7. Das ist aber ein gefährlicher Zug. Damals natürlich noch nicht, da war so ein bisschen die Theorie in den Kinderschuhen. Läufer D3 hier, Entwicklung. Hier gibt es auch wieder mehrere, also Schwarz hat hier mehrere Möglichkeiten. F5 ist ein ganz typischer Zug hier. EF6, Turm F6, Läufer G5, Turm F7, damit H5, G6, damit D1, das habe ich auch schon gespielt im Turnierschach. Das ist auch sehr weit analysiert. Das liegt daran, dass die Varianten sehr forciert sind. Hertnick spielt aber Springer BC6 hier. Ich denke, dass das jetzt 30 Jahre später wahrscheinlich kritisch ist aus schwarzer Sicht und man das eher nicht spielen sollte. Läufer G5 ist hier, glaube ich, ein sehr starker Zug. Ne? Dame H5 ist hier, genau, Dame H5 hat Judith gespielt. Läufer G5 ist wahrscheinlich so eine Mini-Widerlegung hier in diesem Abspiel nach neuesten Erkenntnissen. Aber gut, es ist jetzt kein Theorieartikel hier. Judith spielt Dame H5, droht hier matt.
das ist der Hauptzug damals gewesen, Springer G6, Springer F3, Entwicklung. Jetzt droht so ein bisschen Springer G5 hier. Was heißt so ein bisschen? Droht schon, ne? Springer G5 mit Mattdrohung und wenn H6 kommt, Springer F7. Ganz, ganz typisches, ganz, ganz typische Taktik in dieser Stellung. Ich mache mal einen blöden Zug für Schwarz. A6, Springer G5, H6 und hier Springer F7. Turm F7 und jetzt Dame G6. Ne? Wir gewinnen Bauern und haben Angriff hier. Also diese Drohung besteht hier und Hertnick reagiert hier mit dem damals neuen Zug Dame C7. Das wurde damals durch ihn in die Praxis eingeführt. Ist natürlich schön, im Fernsehen so eine Variante zu spielen oder live im Fernsehen so einen Zug auszupacken. Die Dame deckt halt den Bauern F7, diese Springer G5 wird jetzt abgefedert. Nach H6, Springer F7, kommt Dame F7, Dame, ja, gucken wir mal. Springer G5 kommt H6, Springer F7, Dame F7 jetzt. Riesenunterschied, nach Dame schlägt G6, jetzt nehme ich nicht auf F2 wegen König D1 und Turm F1 gewinnt hier für Weiß. Oder Dame A7. Nee, Dame G6, Läufer G6, CD4. Und Schwarz bekommt seinen Bauern zurück. CD4, Springer D4. Stellung ist ausgeglichen. Also Springer G5 wird abgefedert hier. Im Nachgang zu dieser Partie wurde sehr viel Läufer E3 gespielt. Das ist inzwischen der Hauptzug in diesem Abspiel. Die Idee ist nach C4, was hier gespielt wird. Läufer G6, FG6, Dame G4. Steht der Turm noch auf H1 und es kommt die Idee hier H4, H5. Man spielt hier mit H4, H5. Der König bleibt meistens im Zentrum, weil, naja, das ist ja auch geschlossen. Ne? Kann der König ruhig nach D2 oder E2 irgendwann. Man muss hier nicht unbedingt rochieren. Also H4, H5 ist hier die Idee. Hier gibt es super viele Partien, die in den 90er Jahren auch viel, also in den 90er Jahren wurden viele Partien gespielt hier mit dieser Stellung. Auch danach noch. Judith spielte hier kurze Rochade. Ich erinnere euch, bei dieser Sendung wurde mit einer Stunde Bedenkzeit gespielt, pro Spieler, pro Partie. Ja, für die gesamte Partie. Es war live, ohne Zeitgutschrift. C4 hier, greift den Läufer an, schließt das Zentrum ab. Jetzt ist Läufer schlicht G6 nicht so sinnvoll. FG6, Dame G4 und H4, H5 ohne den Turm auf H1 ist natürlich nicht so kräftig. Judith geht zurück nach E2. Wir sehen, das Läuferpaar kommt hier nicht so zur Geltung. Ne? Das ist eine geschlossene Stellung. Und jetzt kommt natürlich ein sehr logischer Zug. F6, Sprengung hier des weißen Zentrums. Aber sehr interessante Stellung. Schwarz droht nicht wirklich auf E5 zu nehmen, wegen Springer G5 hier mit Angriff. Und interessanterweise, es gibt ein paar Partien in der Datenbank, aber nicht mehr so viele, nimmt Weiß eigentlich immer hier auf F6 raus oder hat Weiß hier auf F6 rausgenommen. Die Stellung ist eigentlich interessant, wenn man hier mit Turm E1 oder so reagiert. Einfach den Bauern auf E5 stehen lassen. Wenn Schwarz nimmt, kommt Springer G5 natürlich hier sehr stark. H6, Dame G6, HG5 und die Stellung öffnet sich, Weiß hat das Läuferpaar, kommt dann zur Geltung. Es ist nicht schlimm dann, wenn man hier im Zentrum einen Bauern verliert. Aber Turm E1 sehr interessant, aber sie nahm raus auf F6. Turm schlägt F6. Ja, jetzt hätte sie Läufer G5 spielen müssen, den Turm angreifen, ein bisschen Tempo. Stattdessen G3. G3, ich kann verstehen, warum sie den gemacht hat. Sie will Springer F4 verhindern. Was aber letztendlich gar nicht so schlimm ist. Mit G3 schwächt sie sich so ein bisschen. Und die Dame auf H5 steht auch nicht so doll. Okay, Läufer D7. Läufer E3. Auch hier Läufer G5 besser, aber das ist jetzt natürlich eine schwierige Stellung, weil man natürlich nach Läufer G5, Turm F5 in diese Fesselung reinläuft. Möchte man eigentlich nicht. Okay, Läufer E3, Turm AF8. Und das sieht schon echt nicht gut aus hier für Weiß. Druck auf der F-Linie. Läufer G5 jetzt doch. Und hier gibt es einen überraschenden Gewinn schon für Schwarz. Mal gucken, ob er den findet. Weiß hat so echt Zeit verloren hier, hatte nicht so den Plan. Sie wusste nicht, was sie ziehen soll. Läufer E8 gewinnt hier, interessanterweise, mit der Idee Springer F4. Problem ist, die Dame muss eigentlich den Springer decken. Auf Läufer F6 kommt Springer F4 natürlich. Multiple Angriffe hier, das ist komplett verloren. Dame G4,
ist natürlich eine Idee, aber hier kommt H5. Lenkt die Dame wieder nach H5. Wenn die Dame nimmt, kommt Turm F3. Springer F4 natürlich, ne? Springer F4. Turm F3 gewinnt auch, aber Springer F4 hier, ne? Wieder mit der gleichen Geschichte. Angriff auf die Dame, Angriff auf den Läufer E2. Sieht nicht gut aus. Und wenn die Dame nach H3 geht, dann gibt es dieses Turm F3 hier. Läufer F3, Turm F3, Dame E6, Dame F7 mit einem super Endspiel für Schwarz, ne? Hier. Zwei Leichtfiguren sind hier deutlich mehr wert als ein Turm in so einer Stellung, wo die weißen Türme keine Linien haben. Ne? Es gibt nur die E-Linie, aber ist alles gedeckt. Die weißen Türme, mit denen kann man hier nicht viel anfangen. Gehen wir zurück. Statt Läufer E8 kam hier Turm 6 F7 zurück. Turm AB1, Läufer C8. Ja, Läufer E8 ist ja auch wieder besser. Ne? Mit Abzugsgeschichten hier. Läufer C8, man muss den B7 nicht so decken, der war sowieso gedeckt. Läufer D2 geht zurück, plant hier Springer G5. Turm F6, ein guter Zug. Deckt den Springer, auf Springer G5 kommt H6. Jetzt aber König G2. Mhm. H6 verhindert Springer G5. Springer H4. Weiß versucht sich ein bisschen zu entlasten hier. Springer H4, Dame H4. Das große Problem für Weiß hier ist die Struktur. Die Bauern kann man hier echt für wenig gebrauchen. Ein Angriff ist nicht da. Und der Weiß steht hinten drin und wartet ab. Dame A5, ja, ganz simples Schach. Greift den A3 an. Nichts Besonderes. Was will man machen? Turm A1, sägt den Bauern. Läufer D7. Jetzt kommt ein ganz typisches Manöver. Der Läufer geht nach G6, wird aktiviert. Der französische Läufer, der nur auf seine Bauern schaut, wird aktiviert. F3. Bloß nicht F4 hier, wegen Springer D4. Unter anderem. Außerdem geht es darum, mit F3 hier das Feld E4 zu decken. Prophylaktisch, nicht, dass der Läufer da reinkommt. Eine weitere Idee ist vielleicht G4 hier, Dame zurück. H4, G5, naja, das sind Träumereien gerade von mir. Funktioniert wahrscheinlich auch nicht. Läufer E8. Turm FB1. B6. A4. Alles so ein bisschen selbsterklärend. A4 schafft Raum. Läufer G6. Aktiviert den Läufer, greift C2 an. Turm A2, deckt C2. Ja, die Engine hier, die geht hier mal hin und her. Die sieht immer irgendwelche Nuancen. Aber aus menschlicher Sicht ist alles normal. Läufer H7 hier. Ja, ich vermute mal, jetzt kam die so langsam in Zeitnot. Es gibt hier auch wieder einen sehr, sehr starken Zug für Schwarz. Wenig überraschend. Schwarz steht halt viel harmonischer mit den Türmen hier auf der F-Linie. Springer-Läufer stehen gut. Die Dame natürlich hier am Rand. Aber das ist häufig in der französischen Verteidigung in diesen Varianten. Die macht Druck gegen den weißen Damenflügel und bindet hier eine ganze Menge Figuren. Man sieht hier, die Türme stehen echt dusselig am Damenflügel. Ganz, ganz typisch, das Szenario. Hier gewinnt übrigens Läufer E4. Weiß darf nicht schlagen wegen Turm F2. Ich denke, das muss ich nicht weiter zeigen. Das ist halt komplett hoffnungslos. Ja, was will Weiß hier überhaupt machen? Sieht fürchterlich aus. Turm F1. Na, geht nicht wegen Springer D4 hier wieder, ne? Die vierte Reihe ist abgesperrt. Dann haben wir wieder diesen Angriff hier. Ne? Na gut. Es kam stattdessen Läufer H7. Turm B5. Dame H6, einziger Zug. Dame H5. Dame C8. Bringt die Dame wieder ins Spiel. Läufer C1. Liebäugelt natürlich hier mit Läufer A3. Das ist sehr häufig die Diagonale, wo wir diesen schwarzfeldigen Läufer mit Weiß aktivieren. Jetzt sollte Schwarz Läufer G6 spielen, Dame H4 und E5 hier. Das sieht extrem stark aus. Es gibt hier eine Pointe Turm D5, Dame E6 und es gibt hier dieses E-Schlicht D4, Dame E2. Also taktisch steht Weiß eigentlich total schlecht. Schwarz hätte da einige Male die Keule rausbacken können. Aber Schwarz verfiel hier auf Dame E8 etwas dünn oder etwas zurückhaltend hier. Tauscht die Damen. Und das Endspiel ist jetzt ausgeglichen. Dame E8, Turm E8. H4, Läufer G6, Läufer F4. Will den Läufer aktivieren hier.
Und Schwarz, nachdem er gerade die Damen getauscht hat, verfällt sich auf dieses Qualitätsopfer. Turm F4. Schöner Zug. Gf4, Turm F8. Wir sehen hier, die weiße Bauernstruktur ist wirklich sehr, sehr schlecht. Die weißen Türme kommen hier überhaupt nicht ins Spiel, ne? Haben keine offenen Linien. A5 geht ja nicht wegen Springer A5. Der Läufer auf G6 attackiert die ganze Zeit diesen C2, super nervig. Und jetzt hat Weiß ja auch noch super viele schwache Bauern am Königsflügel. Das kompensiert hier natürlich die Minusqualität. Es ging hier weiter mit Läufer F1. Turm F4, König G3, Turm zurück nach F6, Läufer H3, Weiß aktiviert den Läufer, hat dafür sogar den Bauern gegeben. König F7, Läufer G4, H5, Läufer H3, das plätschert so ein bisschen dahin. König E7, König F2, König D6, zentralisiert den König, deckt den D5, liebäugelt mit E5 irgendwann. König E3 und jetzt Läufer E8. Droht vielleicht ein Abzug, deswegen geht der Turm zurück nach B1. Springer E7. Der Springer wird umgruppiert und eine weitere Schwäche soll hier anvisiert werden. Turm A1, Springer G6, Läufer F1 und hier Turm F4. So, der nächste Bauer wird dran glauben, aber die Frage ist hier natürlich, unter welchen Umständen. Es kam erstmal Läufer E2. Läufer E2 ist hier eine Ungenauigkeit. Weiß musste hier Turm A1 spielen. Die Idee ist nach Turm schlägt H4, Turm H3 zu spielen. Und Schwarz kann hier nicht so richtig, kommt hier nicht richtig weiter. Auf Turm H3, Läufer H3, dann gibt es hier so Sachen wie Turm G1, Turm G5. Ne? Weiß kriegt Gegenspiel hier. Und wenn der Turm wegzieht, hängt halt der H5. Und dementsprechend ist es schwierig für Schwarz hier Fortschritte zu erzielen. Eine weitere Variante ist E5, DE5, König E5 und hier König F2 mit der Idee Turm E1 Schach. Deswegen war es wichtig, den Turm wieder zu reaktivieren. Ne? Der steht hier auf A2 sehr schlecht. Stattdessen Läufer E2. Turm schlägt H4. Turm A4, Springer A4. A5. Und hier war Hertling ein bisschen ungeduldig. Er hätte B5 spielen müssen. Die Stellung geschlossen halten, damit die A-Linie halt, damit der Turm auf der A-Linie nicht reinkommt. Ich weiß nicht, ob er vor A6 Angst hatte, wahrscheinlich nicht. Ist auch schwierig hier für Weiß irgendwas zu ziehen. Ne? Der Turm kann höchstens nach G1, aber der wird da auch nichts wirklich angreifen können. Der Springer geht nach F5. Ist alles safe. Ne? Okay, stattdessen G5, AB6, Springer F5, Schach, König F2, AB6. Jetzt aber die A-Linie offen. Und Weiß findet für den Turm ein bisschen Betätigung. Turm A8. Läufer G6, Turm H8, König C7, Turm G8, Springer E7. Und jetzt ein dicker Fehler, Turm G7 hier. Fesselt den Springer. Aber wenn ihr genau hinschaut, hat der Turm keine Felder. Schwarz gewinnt hier mit König D7 oder König D8 mit der Idee König E8, König F8 und dann holen wir uns den Turm ab. Da gab es auch keine Verteidigung gegen. Weiß hätte hier stattdessen Turm H8 spielen sollen. Einfach den Turm hier halten und es ist schwierig für Weiß hier Schwarz Fortschritte zu erzielen. Stattdessen Turm G7, aber Gerald sah das hier auch nicht. Er spielte König D6. Falsches Feld. Läufer F1. Jetzt ist es zu spät für dieses Manöver, wegen Läufer H3 und Läufer schlicht E6. G4. FG4, HG4. Läufer E2. G3 Schach. Ja, und hier musste der König nach E1 zurück. Man merkte, dass die Spieler hier in Zeitnot waren. Der König musste jetzt nach E1 zurück. Aus einem ganz simplen Grund. Weg von dem Schachfeld hier, ne? G2. Polgar spielte statt. Also nach König E1 ist es für Schwarz sehr schwierig, Fortschritte zu erzielen. Kurz dazu: Der Läufer ist hier gefesselt. Wenn er zieht, dann hängt der Bauer G3. Auf G2 kommt natürlich König F2. Läufer E4 hier vielleicht und dann Läufer F3. Und früher oder später wird Schwarz diesen Bauern verlieren auf G2. Und ja, was soll Schwarz sonst ziehen? Der Springer muss ja den Läufer decken. Wenn der Läufer zieht, hängt der Bauer und der König kann jetzt hier nichts groß machen. Das hält das Gleichgewicht für Weiß. Stattdessen spielte Polgar König G2 und das ist ein Fehler. Wegen Läufer E4 Schach. Vielleicht hat sie diese Gabel übersehen. König G3, Springer F5. Das kann mal
in der Hitze des Gefechts und in Zeiten und passieren. Ja, aber wenn der König zurück muss, natürlich schlecht. König H3 oder nach vorne ist in dem Fall egal. Springer F5, Turm G8, G2. So, und Schwarz hat jetzt natürlich ein Monster freibauen hier. Aber die Partie geht weiter. König H2, Springer E3, König G1, Springer schlicht C2, Turm B8, König C7 natürlich, Turm E8, Läufer F5, König G2, aber jetzt hier Springer A3 und der Springer geht nach B5 oder B1 und holt sich den C3 ab. Inzwischen sollte Schwarz auf Gewinn stehen. Und der arme weiße Turm, der kann hier nichts machen. Turm G8, Springer B1. Gut, es kam Turm G3, der Turm wird hier passiv hingestellt. Aber B5, König F2, der König läuft rüber. König B6, König E1, König A5, König D1, B4. Schwarz schafft einen Freibauern hier. CB4, König B4, König C1. Und jetzt holt sich der Springer diesen Bauern auf D4 ab. Ne? Springer C3, Läufer G4. Ja, der Läufer ist angegriffen. Egal, was Weiß zieht, es ist verloren. Es kommt dann nach Springer B5, Springer schlicht D4. Der Turm kann über G4 den Bauern ja nicht decken, weil der Läufer auf F5 steht. Also Läufer G4. Probiert hier. Springer B5, Läufer D1, Springer D4. Naja, offensichtlich steht Schwarz hier komplett auf Gewinn und ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit die da noch hatten. Ich habe mir das Video nicht angeschaut auf YouTube, aber es geschah ja auch nichts mehr. König D2, Springer B3, Läufer B3, CB3, König C1, König A3, Turm F3, D4, jetzt kommt der nächste Bauer, Turm F2, Läufer C2, Turm F8, E5, ja, D3 sollte auch gewinnen eigentlich. Turm A8, König B4, Turm B8, König C3, Turm C8, König D3. Es ging tatsächlich noch ein bisschen weiter hier. Turm E8, E4, der Bauer läuft einfach. Turm E7, E3, Turm E8, König E2, Turm A8, D3, Turm H2, König F3, Turm H1, D2 Schach. König B2, D1 und hier endlich gab Weiß auf. Ja, war ein sehr souveräner Sieg von Schwarz, muss man sagen. So ein schöner Sieg. Französische Verteidigung immer wieder gefährlich. Ne? Damals war das auch schon in Mode, ne? Diese Varianten. Ne? Die wurden da rauf und runter gespielt. Und Weiß ist hier in eine strategisch schlechte Stellung reingeraten nach der Eröffnung und sie wusste nicht so richtig, was sie machen soll. Ne? Ist dann nie richtig rausgekommen. Ja, das war die Partie zur Serie Schach der Großmeister aus dem Jahr 1991. Viele von euch werden sich bestimmt erinnern. Und ich werde, wie gesagt, alle weiteren Partien bis zur letzten Sendung auf diesem Kanal neu aufbereiten. Natürlich immer mit den neuesten Schachprogramm dann nochmal analysiert. Da ergeben sich natürlich nochmal ganz neue Perspektiven. Alles klar, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis bald.